Liebe Geschwister, im Herrn Jesum Christum und am Wort Gottes Interessierte, einige Gedanken heute zu Joyce Meyer. Vielleicht zuerst einen allgemeinen Hinweis. Immer wenn Frauen öffentlich auftreten, und zwar lehrend auftreten, dann sind sie gegen Gottes Wort, selbst wenn sie etwas Gutes lehren würden. Sie sind dann gegen Gottes Wort. Und es geht hier jetzt um Joyce Meyer. Das ist eine amerikanische Rednerin, die fürchterlichste Gotteslästerungen von sich gibt und einen sehr großen Hörerkreis hat. Sehr großen Hörerkreis hat von angeblichen Christen. Nur muss man das nicht immer glauben, dass das Christen sind. Wir haben in der christianisierten Welt unglaublich viele religiöse Menschen, die keine Errettung durch Umkehr und Glauben erlebt haben und darum auf so Betrügerinnen wie Joyce Meyer sich abstützen, dass wir hier weitere Informationen finden, möchte ich euch zeigen. Eine sehr gute Betrachtung hier von Georg Walter über das Wohlstandsevangelium der Joyce Meyer. Ich werde ja nach dem YouTube das wieder verlinken, dann könnt ihr es in Ruhe nachlesen. Ich möchte nur allgemein hinweisen, dass wenn eine Frau lehrt, öffentlich lehrt, sie nie von Gott ist, immer gegen das Wort Gottes ist, religiös ist. Und man sieht das bei den BBP, also diesen betrogenen Betrügerpfingstlern und ähnliche religiöse, spiritistische Vereinigungen. Wenn ihr hier dann jeweils draufklickt, dann seht ihr weitere Hinweise zu dieser Joyce Meyer. Also man kann einfach in diesen Artikel gehen, zum Beitrag gehen und dann werdet ihr Hinweise zu dieser Betrügerin Joyce Meyer kommen. Ähnlich wie Ellen Gould White, Vera Fuhrmann, das sind solche, die sich eingeschlichen haben, wo man die ersten zwei, drei Tage nicht merkt, wer dahinter steckt, bis man dann sieht, dass sie wirkliche Teufelinnen sind, dramatische Irrlehren verbreiten über den Herrn Jesum Christum. Da könnt ihr dann auch sehen, was das für eine Theologie ist, die diese Frau vertritt und so weiter. Kein schönes, aber ein wichtiges Thema. Man muss vor solchen Irrlehren und Personen warnen, die sich eingeschlichen haben in die Christenheit. Bei wirklich Erretteten werden sie aber nie landen. Es ist unmöglich, dass zum Beispiel ein bekehrter christlicher Mann einer Joyce Meyer zuhören würde. Das gibt es gar nicht. Es gibt ja auch keine bekehrte Predigerin oder bekehrte Pfarrerin. Gibt es nicht, weil es unmöglich ist. Im Herrn Jesum Christum zurück zu Gottes Wort.